Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Freunde des offenen Kanals Gera. Wir sitzen hier im Studio zu einem Talk am späten Nachmittag zum Thema Rassismus in Deutschland. Wie viel Rassismus gibt es in Deutschland? Rassismus, eine Bedrohung für Ausländer, für Migranten, für Asylbewerber, für Flüchtlinge. Und wir wollen uns heute speziell dem Thema zuwenden, welche Verbindungen gibt es zwischen Rassismus und Gewalt, zwischen Rechtsextremismus und Gewalt in seinen verschiedensten Facetten. Und ich darf zu diesem spannenden Thema begrüßen, zwar mache ich das in alphabetischer Reihenfolge, weil jeder und jeder, der hier sitzt, ein Alleinstellungsmerkmal hat, das es auch rechtfertigen würde, mit ihm zuerst zu beginnen. Ich beginne an meiner rechten Seite. Ich begrüße ganz herzlich Besong Agbor. Er hat, ich sage das jetzt mal für ihn, weil er ist sehr bescheiden und würde das selber gar nicht so sagen wollen, den weitesten Weg zurückgelegt, um überhaupt hier an diesem Tisch zu sitzen. Er war 19, als er aus politischen Gründen als Student aus Kamerun flüchten musste. Er ist dann über Mitteldeutschland, Weißenfels, glaube ich, jetzt nach Weida gekommen und ist dort tätig im MIG e.V. Das ist ein Verein Migration, Integration und Gemeinschaft. Was er dort alles macht, wird er uns dann noch sagen. Herzlich willkommen. Zu meiner Linken begrüße ich Christina Büttner. Christina Büttner ist dem Thema sehr zugetan, sehr zugewandt. Und arbeitet im Verein Esra, hat ebenfalls zu tun mit dem Thema Migration, Opferberatung, Opferbetreuung, Opferschutz, Gang zu Behörden, Integrationshilfe. Und ich freue mich, dass sie auch heute kommen konnte. Ich begrüße sehr herzlich Willy Mautner Brüssel. Sein Alleinstellungsmerkmal ist, er hat die längste Erfahrung von uns allen im Umgang mit dem Thema, in der Betreuung von Flüchtlingen, von Asylbewerbern, von Migranten, in der Auseinandersetzung mit Behörden. Er kann sehr viel erzählen. Er arbeitet im Verein Auf und Halt in Gera und in Weida und in Greiz kennt er sich auch noch aus. Er weiß auch sehr viel zu berichten. Schön, dass du gekommen bist. Ich begrüße Karl Euben. Ist der junge Mann zu meiner Linken. Karl Eubens Alleinstellungsmerkmal ist, er hat eine Studie hier in Gera geschrieben, als erster Student der Sozialarbeit und auch Mitarbeiter von Aufenthalt, eine Studie hier in Gera geschrieben zum Thema, ich darf das hier mal vorlesen, Erfassung, Darstellung, Thematisierung, rechter Angriffe und Gewalt in Gera und Umgebung. Diese Arbeit wurde zu Beginn des Jahres 2014 erfolgreich abgeschlossen und in einer Abschlusspodiumsdiskussion in Gera vorgestellt. Er wird daraus berichten können. Herzlich willkommen. Und last not least, er hat auch ein Alleinstellungsmerkmal. Viele beneiden ihn darum. Er ist Professor. Ich begrüße Professor Weil von der Berufsakademie in Gera. Er hat 2011 ist dort eine Studie entstanden, ebenfalls zum Thema rechte Strukturen in Gera, Angsträume und er wird dazu auch berichten können. Herzlich willkommen. Ich darf Ihnen jetzt noch zum Ablauf etwas sagen. Wir werden jetzt einen Film sehen, der wird etwa 7 Minuten gehen. Normalerweise wird er sogar länger gehen. Wir haben ihn etwas so zusammengestellt, dass er zur Thematik unserer Diskussion heute passt. Und diesen Film schauen wir uns jetzt an und beginnen dann weiter mit der Diskussion.
wünsche mir. Ich hoffe es. Aus unserer Parallelklasse. Pass mal auf jetzt. Entschuldigung. Kannst du nicht aufpassen, wo du langläufst? Ich hab mich doch entschuldigt. Ist doch nichts passiert. Hey. Am besten gehst du zurück in dein scheiß Land. Reiß es besser. Hör auf mich zu beleidigen. Hallo Mama, hallo Papa. Hallo. 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 Guck mal, das ist Thomas, von dem ich schon erzählt habe, mein Freund. Hallo, Herr Vorsteller, freut mich, Sie kennenzulernen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Marie. Wie, was meinst du? Willst du nicht erstmal vernünftig Hallo sagen? Warum soll ich ihm die Hand geben? Er kann gleich wieder gehen. So etwas hat bei uns zu Hause nichts zu suchen. Aber Herr Schneider, ich wollte... Du sagst am besten gar nichts. Aber Papa... Keine Widerrede. Er verschwindet. Aber Mama, sag doch auch mal was. Marie, hör auf deinen Vater. Herr Schneider, was haben Sie denn für ein Problem mit mir? Ich bin genauso deutsch wie Sie. Ich bin hier geboren, bin hier aufgewachsen. Geben Sie mir doch eine Chance. Ich liebe Ihre Tochter wirklich vom ganzen Herzen. Halt den Mund. Ich will nichts von dir hören. Verpiss dich von hier! Du wirst meine Tochter nicht wiedersehen. Ich werde nicht zulassen, dass du ihr Leben ruinierst und einen schlechten Einfluss auf sie hast. Hör, Papa, das kannst du doch nicht machen. Du kannst mir nicht verbieten, mich mit ihm zu treffen. Ich liebe ihn. Und ob ich das kann, du wirst schon noch sehen. Papa, wenn du ihn jetzt wegschickst, dann werde ich mit ihm gehen. Das kannst du wirklich nicht machen. Ich hasse dich. Ey, aufhören, so geht das aber nicht. Du gehst mir sofort aus dem Weg. Mein gelber Wellensittich aus dem Fenster flog, hackte eine Schar von Spatzen auf ihn ein. Denn er sang wohl etwas anders und war nicht so grau wie sie. Doch das passt in Spatzenhirne wohl nicht rein. Ich denke, das waren sehr schockierende Aufnahmen. Meine Frage jetzt in die Runde, waren die übertrieben oder können Sie über ähnliche Grausamkeiten aus Ihrer Arbeit berichten? Ich würde gerne mal mit dir, Willi, anfangen. Also ich persönlich habe jetzt solche exzessiven Situationen noch nicht erlebt, aber ich weiß natürlich sehr wohl, dass es sie gibt, dass es sie gegeben hat. Und wenn man denn einen Zusammenhang zwischen den Nazis von einst und heute herstellt, dann ist man ja sehr schnell, ja, das Thema Gewalt hat für Nazis immer eine Rolle gespielt in einer Form, wie sie heute geschieht, ist es etwas anders wie früher. Früher sind Menschen ja sogar fabrikmäßig umgebracht worden. Heute geschieht das möglicherweise auf eine etwas andere Art, aber blanke Gewalt ist auch heute
ein Mittel der Nazis für ihre Anschauung. Ja, Besong, ich würde dich mal fragen, was hast du für Erfahrungen? Ja, der kurze Film jetzt, was wir jetzt gerade eben angeschaut, sagt doch alles, was ich schon jetzt hier in diesem Deutschland schon erlebt. Ja, die zwei Beispiele sind eigentlich für mich keine fremden Sinne, weil ich habe dasselbe erlebt, dass die Leute mir verfolgen und ja, die wollten mir schlagen, weil ich einfach mal früh aufgestanden, ich muss auf Arbeit und dann klingen die Leute bei mir und der Versuch mit rassistischen Worten, komm runter, du, alles was gibt. Ich habe einfach mal cool gespielt und dann habe ich meinen lieben Freunden gesagt, okay, ich unterhalte mit denen am Fenster und dann rufe einfach mal Polizei. Innerhalb von kurzer Zeit war die Polizei auch da. Und ich denke, das ist, was mir überhaupt gerettet, weil dann ansonsten, der hat dann irgendwie irgendwo gewartet, wenn ich runterkomme, Treppe runterkomme, steige ich in ein Auto, denn solche Dinge hat auch vielleicht mit mir auch passiert. Der zweite ist der Vater mit der Tochter. Das sind eigentlich Dinge, wo es passiert immer. Wie kann denn nicht sagen, ist unbewusst, ist eigentlich bewusst, weil es gibt immer noch Leute in der Mitte unserer Gesellschaft, wo der hat diese Einstellung, dass Doktor deutscher Herkunft, zum Beispiel der junge Mann hat geschildert, ich bin auch deutsch wie Sie, aber es spielt keine Rolle, weil er hat jetzt ein ganz anderes Merkmal, weil es sieht anders aus. Ja. Aber muss ich sagen, muss das so sein? In dieser modernen Gesellschaft? Interessante Frage, ja, muss das so sein? Das wird uns noch beschäftigen. Dass es so ist, ist offensichtlich. Warum ist es so, wie es ist? Der Frage wollen wir auch in dieser Sendung also nachgehen. Ich würde jetzt gerne, Christina, dich fragen, du bist ja auch in der Opferberatung, Opferbetreuung. Was sind das neue Geschichten für dich gewesen oder kennst du die aus deiner Arbeit? Also ganz neu sind die nicht. Was ganz realistisch ist an diesen beiden Filmen, also weder bei den vier Jugendlichen noch bei dem Vater wäre man jetzt auf die Idee gekommen, das sind Nazis. Und es ist auch kein, also Rassismus ist kein Problem, das alleine bei Nazis auftritt, sondern eigentlich von den Phänomenen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, die man so findet, ist es das, was besonders verbreitet ist, also was sehr, sehr verbreitet ist, auch bei ganz vielen Menschen, von denen man das nicht erwarten würde. Also auch bei Menschen, die Verantwortung in dieser Gesellschaft tragen, bei Lehrern, bei Polizisten, bei selbst bei Hochschulprofessoren wird man sowas wahrscheinlich finden, rassistische Einstellungen bei Politikern. Das geht also quer durch die ganze Gesellschaft und ist deswegen auch ein Thema, das uns alle angeht und was kein reines Nazi-Problem ist. Also du sagst es schon, die Typen sahen ja nicht aus, wie man sich so den klassischen Nazi-Typ also vorstellt. Das waren Leute aus der Schule, die waren also auch nicht disintegriert, die sind zur Schule gegangen, die waren offensichtlich auch ganz gut situiert, ne? Saßen im Auto. Das ist also nicht der abstiegsbedrohte Jugendliche, der nicht weiß, wie er den nächsten Tag überstehen soll. Das ist Rassismus gepaart mit einem Gewaltpotenzial, ja, der aus der guten Wohnstube zu kommen scheint. Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch das, was die Menschen, die von Rassismus betroffen sind, von rassistischer Gewalt oder auch von Diskriminierung, besonders schlimm trifft, dass es so einen breiten Konsens gibt in der Gesellschaft oder zu geben scheint, wenig Widerspruch. Ja, und das ist, also es wird ja auch nicht erklärt. Also in keiner dieser Situationen wird erklärt, was eigentlich ein Grund ist. Es gibt keinen Grund. Das Einzige ist, dass man bestimmte Menschen aus dieser Gesellschaft ausschließen möchte. Und da muss eben auch die ganze Gesellschaft reagieren. Also sowohl die Menschen, die das mitbekommen, als auch andere. Man hat aber auch gesehen in dieser Situation in der Familie, wie hilflos dann diejenigen, die gar nicht damit rechnen, die Tochter, die Mutter auch nicht in der Lage sind zu reagieren. Und ich glaube, das ist auch eine ganz realistische also Darstellung.
eigentlich müssen wir uns alle Gedanken machen, auch wenn es gerade nicht passiert, was machen wir denn, wenn, also was machen wir mit dem Rassismus in unserer Gesellschaft und wie übernehmen wir auch alle Verantwortung? Ja, Karl, du hast dich ja mit dem Thema Gewalt, rechte Gewalt in Gera, also in eurer Arbeit befasst. Was kannst du denn zu dem Thema jetzt sagen, dass wir feststellen können, das sind also ganz normale Menschen, denen man nicht ansieht, dass sie rechtsextreme Einstellungen haben, dass sie rechtsextrem verortet sind, weder von der Bekleidung her noch von ihrem sozialen Umfeld. Und dann diese Reaktion, welche Ergebnisse habt ihr ja in Gera gefunden? Also für Gera speziell wäre ich jetzt, also wir haben eher jetzt auf einer abstrakten Ebene, sage ich mal, uns dem Thema gewidmet. Und das ganz einfach aus dem Grund, wir sind angetreten mit dem Projekt, würde ich es lieber nennen wollen, als Studie. Und in dem wir klingt auch schon mit, dass ich jetzt nicht allein war. Also ich habe nicht die Studie geschrieben. Wir haben als Aufenthalt an einem Projekt gearbeitet. Und in dem Projekt gab es dann halt, sagen wir mal, 3-4 Personen, wo sich das sozusagen zentriert hat. Aber wir sehen das durchaus als Gemeinschaftsarbeit. Und ich sage jetzt mal in Bezug auf den Film, deswegen ist es nicht Gera speziell. Also es sind sozusagen immer, also im Film wurde jetzt sozusagen das Schlimmste mögliche Ergebnis dargestellt. Also es bleibt halt sozusagen offen, wie schwer die Verletzung ist oder wie auch immer. Mhm. Nur ist halt nicht jede Anfeindung oder jede Diskriminierung hat, also ist in dem Sinne körperlich gewalttätig oder hat halt einen körperverletzenden Ausgang. Mhm. So, das heißt, es ist ganz vielfältig. Also wir haben im Projekt selber halt verschiedene Tätertypen da sozusagen herausgearbeitet. Das ist ein kleiner Moment. So, und also vom Prinzip her hat Klaus Wahl mit Kolleginnen und Kollegen, die haben sich sozusagen mal Täter- oder Täterinnen-Typologien angeschaut. Was spielt da jetzt mit? Und haben vom Prinzip her in der horizontalen oder auf der X-Achse gesagt, verbale Aggression bis hin zu körperlicher Aggression und haben auf der Y-Achse beziehungsweise auf der vertikalen halt einfach verschiedene Festigungen in den Anschauungen sozusagen herausgearbeitet. Und da wäre dann halt eine Tätertypologie der Provokateur, beziehungsweise so relativ in der Mitte eingebettet, ein gewaltbereiter Fremdenfeind. So eine Gewaltbereitschaft sagt ja schon, es muss nicht immer die Gewalt als Mittel sozusagen angewendet werden, aber sie ist sozusagen optional vorhanden. So, und das ist in aller Regel sozusagen nicht der Täter oder das Opfer oder die Betroffenen, die das entscheiden, ob Gewalt angewendet wird, sondern in der Regel sind es dann doch die Täterinnen und Täter. So. Und ich sag mal, in dem Umstand steckt dann wieder die Möglichkeit für Opfer und Betroffene drin, indem sie halt sozusagen diesen Part der Aktivität den Leuten, die Anfeindung ausüben, absprechen, also sozusagen strittig machen. Also, ja, genau. Habt ihr, seid ihr, haben euch die Ergebnisse überrascht der Studie oder war etwas Neues dabei oder war es im bekannten Erwartungsrahmen? Ja, es kommt drauf an. Also wir sind, also ich sag mal, wir mussten im Verlauf des Projektes sozusagen nochmal mehrere kleine Rückschritte machen, indem wir einfach gemerkt haben, wir haben uns etwas zu viel vorgenommen. Also die Chronik Aufenthalt veröffentlicht, genau wie Esra, wie Mobit und andere Opferbetroffenen und zivilgesellschaftliche Initiativen, Chroniken zu rechten Aktivitäten, wie das Mobit macht, oder Chroniken zu rechter Gewalt, wie das halt Esra macht. Und nun haben wir sozusagen festgestellt, als wir das auf Gera antworten, anwenden wollten, dass es, naja, sag mal, relativ schnell subjektiv ist. Und dem haben wir uns halt versucht anzunehmen, indem wir das ein
bisschen strukturiert haben. Dazu ist ein Erfassungsbogen entstanden und der soll sozusagen den Teil der Standardisierung übernehmen in der Arbeit. Also dass meinetwegen die Beraterin oder Berater A ein ähnliches Konstrukt ausfüllt wie dann halt jemand anderes. Also sozusagen eine Transparenz, eine Nachvollziehbarkeit der Methodik auch in einem Bereich zu schaffen, der überwiegend durch Ehrenamt getragen wird. Also sozusagen eine Brücke zu schlagen zwischen Ehrenamt und Fachlichkeit. Mhm. Mhm. So. Als zweiter großer Teil hat man sozusagen Darstellung von Gewalt. Das war ursprünglich angedacht, dass wir vorhandene Fälle aus Gera in einer Stadtkarte visualisieren. Davon haben wir Abstand genommen aus den Gründen, weil wir bei bestimmten Delikten, also sowas wie Hausfriedensbruch oder das, was in gewalttätigen Kreisen ironischerweise als Hausbesuche bezeichnet wird, dass man genau mit solchen Straftatbeständen natürlich auch sozusagen Daten der Opfer preisgeben würden. So, und da also müssen wir nochmal drauf rumdenken, haben wir sozusagen erstmal Abstand davon genommen, ich sage erstmal, und haben stattdessen halt mal den Nachweis geführt, es gibt rechte Aktivitäten in Gera, die im Stadtbild nachzuweisen sind. Und das ist neben dem Rock für Deutschland, wo ein häufiges Argument ist, also Rock für Deutschland ist jährlich in Gera und ein häufiges Argument ist, es ist jährlich. Das heißt, wir haben 364 Tage, haben wir hier ein schönes Gera und dann diesen einen Tag Rock für Deutschland ist es halt mal gerade nicht so schön, aber sonst ist ja alles ganz gut. Aber wir haben in Gera auch eine hochaktive rechte Szene, die sich dann eben auch mit jugendspezifischen Ausdrucksformen wie so Aufkleber kleben, Sprühereien und sowas, also halt so, ja, ich sag mal, kleine Reviermarken setzt, ja, halt in der Umgebung, wo man sich wohlfühlt und sicherlich auch vielleicht tatsächlich was zu sagen hat. Das ist für mich das Stichwort gleich an deinen Nachbarn, an also weiterzugeben. Ihr habt da auch eine Studie gemacht zur Situation in Gera von 2011. Deckt sich das mit dem? Hattet ja eine andere Herangehensweise. Wie ist euer Ergebnishorizont gewesen? Ja, ich würde mal so einsteigen wollen, weil mir einfach im Moment diese Situation so vor Augen ist. Die Ausgangsfrage war ja von dem Film ausgehend, ob wir solche Situationen kennen und erlebt haben. Und sag ich jetzt mal, zum Glück bin ich selber noch nie in die Opferrolle selber geraten. Und ich habe aber eine Situation vor Augen, wo ein Studierender von uns vor 3 Jahren hier in der neuen Unterführung vom Hauptbahnhof nachts um 3, wirklich halb totgeschlagen wurde, monatelang im Krankenhaus war, fast die Abschlussprüfung verpasst hätte, weil er anders war. Ist ein ehemaliger Drogenabhängiger, der in Frankfurt am Main groß geworden ist. Kein braves Landei, sage ich mal, sondern jemand, der auch zeigt, dass er anders ist und anders sein will. Hat, um ein Beispiel zu nennen, immer so eine Hundehalsband um den Hals getragen und das reichte scheinbar schon aus, 3 Täter so zu provozieren, dass sie ihm aufgelauert haben. Er ist jemand, der auch ganz klar als Antifaschist steht und dem man das auch ansieht. Und er ist wirklich quasi nach einem Disco-Besuch aufgelauert worden und dann ist das passiert. Die ganze Geschichte ist nie in der Presse gewesen. Das ist so ein Beispiel des Problems in Gera, dass also vieles auch einfach totgeschwiegen wird und eben nicht öffentlich wird. Ein Täter konnte sogar ermittelt werden aufgrund der Beschreibung und dann ist das Gleiche passiert, was wir vorhin schon mal hatten. Es war nicht eindeutig nachzuweisen, dass es quasi rechtsmotiviertes Handeln war, sondern das war eine ganz normale, gewaltsame Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. So, also dieses Bagatellisieren, und das denke ich ist auch etwas, was wir zum Teil auch in der Studie immer wieder festgestellt haben, auch darauf hingewiesen haben, dass die Presse in Gera in diesem Bereich doch mehr durch objektive Informationen machen könnte. Und es sind einfach andere Themen, die oftmals viel mehr Raum einnehmen, und das ist, denke ich, schon schade, wenn denn gar kein realistisches Bild entsteht zu dem, was in unserer Stadt wirklich los ist. In unserer Studie selbst
denke ich, haben wir zum einen recht gut durch Methoden der teilnehmenden Beobachtung feststellen können, dass es Angsträume in Gera gibt. Dazu gehört natürlich insbesondere die Heinrichstraße, sage ich mal, einige Ecken rund um die Arkaden, und aber auch weitere Orte in unserer Stadt. Das Zweite, denke ich, was wir auch festgestellt haben, dass natürlich wir haben ja sehr viele Fragebögen erhalten und in der Auswertung durchaus festgestellt, dass, wie Sie auch schon sagten, dieses rechtsradikale Denken doch in der Mitte der Bevölkerung angekommen ist und es eben heute nicht mehr so ist, dass man es denjenigen, die eben solche Inhalte vertreten, sofort ansieht. Und was der Kollege neben mir sagte, wir haben, das denke ich ist auch das Besondere, warum in Gera immer wieder Rock für Deutschland stattfindet, wir haben es hier mit einer Rechten zu tun, die ist alles andere als dumm. Also die Einstellung ist natürlich wirklich dumm, aber das sind Leute, die organisieren können. Wenn sie diese Leute nicht hätten in Gera, dann würde es einfach nicht hinhauen. Aber die kriegen das auch gewuppt. Und das ist das Problem, was wir haben. Das sind Leute, die sehr gut organisiert sind. Ich erinnere daran, Gordon Richter ist bei der letzten Oberbürgermeisterwahl als Kandidat der Rechten angetreten. Das ist dann verhindert worden, indem er nicht zur Wahl zugelassen wurde. Aber die sind auch selbstbewusst und die trauen sich auch, sage ich mal, das zu, so ein Amt in der Öffentlichkeit zu vertreten. Und auch da hat man dennoch aus deren Sicht natürlich klug nachgearbeitet. Es gab ja dann eine Veröffentlichung, den sogenannten Ostthüringen-Boten. Und dort war ja dann sehr stark nochmal der Kandidat dargestellt. Ich wäre ihr Kandidat gewesen, war das groß überschrieben, ist an alle Haushalte verteilt worden. Und hat man denn dort nochmal klargestellt, also wie schlimm doch deutsches Recht ist, dass man so einen geeigneten Kandidaten das Recht nimmt, an der Wahl teilzunehmen. Denke ich, das zeigt schon auch noch mal ein bisschen, wie selbstverständlich doch inzwischen dieses Denken wieder in unserer Stadt hoffähig geworden ist. Und da gab es auch keinen Aufschrei. Vielleicht mal so weit. Ja. Also da stoßen ja zwei Mentalitäten aufeinander. Wir haben jetzt dieser Tage gerade die neuesten Zahlen gehört. Es gab noch nie so einen hohen Zustrom von Einwanderern in Deutschland wie 2013 mit einem Einwanderungsüberschuss, wenn ich also Zugänge und Abgänge gegenrechne, von weit über 400.000. Das wird begrüßt, nicht nur von vielen Bereichen aus der Zivilgesellschaft, das wird begrüßt von großen Teilen der Politik, man kann nicht sagen allen, aber von großen Teilen der Politik. Das wird begrüßt von der Wirtschaft. Da gab es jetzt ein Statement zur Willkommenskultur, auch hier in Thüringen, war dieser Tage also veröffentlicht, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und wir haben auf der anderen Seite ein nach wie vor sehr hohes Level an Gewalttaten, die aus dem rechten Umfeld also kommen. Wie gehört das zusammen? Wie passt das zusammen? Und wessen Aufgabe ist es eigentlich, dafür zu sorgen, dass hier sich die Willkommenskultur und nicht die Hasskultur durchsetzt? Wir haben ja in Gera, du hast es angesprochen mit dem Rock für Deutschland, das scheint ja für viele so etwas zu sein wie eine Lizenz zum Verbreiten von Hassrhetorik, die hier jedes Jahr stattfindet. Wie passt das in eine Gesellschaft, die eine Willkommenskultur entwickeln will und pflegen will? Und seine Frage war ja, er versteht Deutschland zum Teil nicht. Wie ist das heute hier möglich? Wie kann das sein? Und da hätte ich gerne von euch mal, auch aus eurer Arbeit her, gerne mal eure Erfahrungsperspektive dazu. Vielleicht fange ich mit dir an, Christina. Ja, also es gab in Deutschland lange Zeit wenig Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus. Also im Prinzip selbst das Wort erst recht kurz wird es benutzt, um über diese Erscheinungen zu reden. Das ist, denke ich, ein großes Problem. Also es ist ein großes Problem, dass man, es gab Einwanderung, die hatte immer Zwecke, also ganz häufig folgte die bestimmten Zwecken, die politische Zwecke waren, und man hat selten auf die Menschen geschaut, also weder auf die Menschen, die gekommen sind, noch auf die Menschen, die mit Einwanderung umgehen müssen. Und politisch wurde das nicht groß thematisiert über sehr viele Jahre, obwohl eben schon viele Menschen, also
mehr in den westdeutschen Bundesländern als in den ostdeutschen erstmal, aber da ging das eigentlich schon los, dass man sich nicht damit auseinandergesetzt hat. Und die deutsche Politik hat dafür im Prinzip, also für Einwanderung, keine Konzepte gehabt. Keine langfristigen und vor allem keine, wie mit Menschen da umgegangen wird in dem Zusammenhang. Und dass Menschen auch bleiben. Also, dass Menschen bleiben, egal ob sie hierher kommen zum Arbeiten oder ob sie hierher kommen, weil sie Zuflucht suchen. Dafür ist viel zu lange einfach gar nichts geschehen. Und das ist auf der einen Seite auch ein wirklich ein politisches Problem. Dann gab es die Zeit nach der Wiedervereinigung, wo Ost- und Westdeutschland, also es gab auch wieder einen neuen Nationalismus, der entstanden ist, der auch befürchtet wurde von anderen Ländern als Deutschland, also von Ländern außerhalb. Und der hat auch geführt zu Gewalteskalationen, also die sich vor allem auch wiederum gegen Menschen gerichtet hat, die auch hierher gekommen sind. Also und auch in den neuen Bundesländern gab es dann Flüchtlinge und Unterkünfte für Flüchtlinge. Und auch da hat die Politik erstmal nicht so viele Antworten gefunden und hat, also die Opferberatungsstellen, wo ich jetzt zum Beispiel arbeite, sind dann auf dem Höhepunkt der Gewalteskalationen entstanden, als eine mögliche Antwort, dass man Stellen schafft, die mit den Problemen irgendwie umgehen. Trotzdem war es lange Zeit kein wirklich gesellschaftliches Thema. Das hat sich jetzt nochmal geändert mit der Auseinandersetzung mit NSU, also wo klar wurde, wir haben ein Problem auch mit extremen ausartenden Gewaltexzessen und mit Rechtsterrorismus. Also es ist noch größer, als wir glaubten. Und auch da merkt man jetzt, also es gibt die Untersuchungsausschüsse, es gibt die Empfehlungen, es gibt immer noch den Prozess, der in München geführt wird. Und die Gesellschaft ist sprachlos. Nach wie vor finden wir immer mal Ansätze, darüber zu sprechen. Aber es passiert immer noch, dass auch rassistische Statements in Wahlkämpfen eine Rolle spielen, dass wir uns nicht damit auseinandersetzen, wie auch Politik arbeitet. Also das ist zum Beispiel für Flüchtlinge, also dass Flüchtlinge überhaupt nicht die Rechte haben, die andere Menschen in unserer Gesellschaft haben. Und das hat auch einen Konsens. Das finde ich ist, also jetzt mal abseits von der Gewalt, die sich dann zeigt, als absolut höchste Eskalationsstufe, gibt es darunter viele Probleme, die dazu führen und die das Problem verstärken und nicht abschwächen. Und ja, auch im Bereich Bildung wird sich wenig damit auseinandergesetzt. Also es ist ein Thema, das gehört viel mehr in die Gesellschaft. Wir können nicht eine Willkommenskultur auf einmal behaupten, die nicht da ist. Wir müssten uns mit den Problemen auseinandersetzen. Und das beginnt gerade, ist aber meines Erachtens noch viel zu wenig ausgeprägt. Also du meinst, dass vor allem also auf dem Bildungsweg über die Schulen und Bildungseinrichtungen da wesentlich mehr passieren müsste, um aufzuklären, um zu informieren, um Ängste abzubauen. Das, ja, genau. Und Politik müsste sich also eben wirklich auch die Vorbilder oder die Meinung ein Stückchen machen in der Gesellschaft, müsste sich dieser Thematik öffnen und die als eine ganz wichtige sehen. Also in allen Bereichen, auf allen Ebenen. Und Willkommenskultur heißt eben auch, dass auch Flüchtlinge Menschen sind mit Rechten, denen wir die auch geben. Ja, Besong, deine Frage, warum ist das so in Deutschland? Wo suchst du die Antworten? Ja, nur kurz mal ergänzen eigentlich, was die Christine hat gerade gesagt. Das ist genau, was wir versuchen mal, es hängt nicht nur an der Gesellschaft, die Christine hat schon gesagt, es hängt viel an der Politik. Ein kurzes Statement, was die Christine erwähnt, Wahlkampf, es wird genauso solche Plakate aufgehängt. Eindeutig diese Gerechtigkeit, Gericht, sag mal, Politik von der Bundesebene, Landesebene, Kommune, kleine Dörfer, muss wir diese Plakate anschauen und akzeptieren. Wo fängt an die Diskriminierung? Wo ist Rassismus? Wo entsteht die Gewalt? Solche Dinge muss man versuchen, nicht nur nach
Berlin zum Schauen, wir müssen auch mal vor Ort schauen, müssen wir solche Dinge akzeptieren. Jeden Mensch ist willkommen, Willkommenskultur in Erfurt, das war ein großer Tag. Aber wo ist diese Willkommenskultur? Ich komme von einem Landkreis, wo sind auch Asylsuchende, Flüchtlinge runtergebracht. Das sind ein paar Kilometer weit von Gera. Was sagt die Gesetze? Es gibt diese freie Entscheidung vom Bundes, ich sag mal vom Landesebene. Jeden Landkreis oder Kreisfreistaat sollte entscheiden, ob der Asylbewerber bekommt Bargeld oder noch Sachleistung. Das spielt einen großen Unterschied. Das ist für mich klare Diskriminierung. Das ist für mich etwas, wo und dadurch diese Dinge, wie Sie genauso diese rechte Gewalt oder was wir vergangenen Jahr viel gemacht in Kreuz. Solche Leute, die brauchen solche Thesen, was die Kommunalpolitiker vor Ort in die Presse rüberbringen. Die Flüchtlinge, wie kann die Flüchtlinge kein Geld zahlen, weil der würde diese Geld nehmen und nach Hause schicken und dann kommen noch mehr Asylbewerber oder mehr Flüchtlinge zu uns. Ich habe die Erfahrung gemacht, wo, wenn ich manchmal beobachtet, wie die Mitarbeiter in Behörde einfach mal mit der Asylsuchende umgeht, dann frage ich mich, sollte doch nicht wundern. Kann, sag mal, Deutschland überhaupt diese Menschen schützen? Es wurden verschiedene Abkommen, das sollte kommen, aber nur die Menschen aufnehmen und nicht um die Menschen kommen. Da würde ich sagen, Deutschland hat noch viel, viel, viel Arbeit. Besong, wir haben jetzt gehört über ja, die Widerwärtigkeit des alltäglichen Rassismus, auch von Menschen, die vielleicht von sich sagen würden, ich bin kein Rassist, aber, ne, das muss man mal sagen, so geht's nicht und wie der aussieht und wie der rumläuft. Und dann ist es manchmal nur ein kleiner Schritt, bis das passiert, was du geschildert hast, wie euer Student dann misshandelt wurde. Das ist ja die große Frage, nicht? Wie entsteht der alltägliche Rassismus, der ja nicht gleich immer identisch ist mit Rechtsextremismus. Rechtsextremismus ist ein ganzes politisches System, eine politische Ideologie, von vornherein gewaltbereit. Nicht jeder, der Rassist ist, ist ja vielleicht gleich gewaltbereit oder also bereit zur körperlichen Gewalt, der diskriminiert und macht verbale Gewalt. Ne? Das gibt's ja auch. Gewalt in der Kommunikation, müsste man vielleicht alle mal zum Seminar für gewaltfreie Kommunikation schicken, wäre ja vielleicht schon mal ein Anfang. Und du hast gesagt, es gibt auch den Rassismus, den du der dir begegnet in Behörden und Institutionen. Ja, Willi, was habt ihr für Erfahrungen damit? Stimmt das oder ist das eine einzelne Wahrnehmung? Nein, das ist keine einzelne Wahrnehmung. Das ist, ich will jetzt nicht sagen flächendeckend, aber es ist in allen Kommunen vorhanden, dass man zunächst einmal die, ich sag's mal so, die Ohren steif hält und Leistungen beispielsweise verweigert, obwohl wir 2012 einen Entscheid des Bundesverfassungsgerichtes hatten, in dem klipp und klar gesagt wurde, dass Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, hier angenommen werden müssen. Angenommen werden müssen, heißt in dem Fall, dass sie auch Leistungen bekommen müssen. Es wird natürlich nicht explizit gesagt, welche Leistungen, aber wenn man das internationale Recht sieht, die Genfer Konvention sich anschaut, die internationalen Menschenrechte sich anschaut, dann ist das eigentlich glasklar. Ich will mal es an einem Beispiel deutlich machen. Medizinische Leistungen für Flüchtlinge, die zum Teil existenziell gesundheitlich bedroht sind Flüchtlinge, werden abgetan mit Hinweisen, dass sie sich Medikamenten bedienen sollen, die sie in der Apotheke bekommen oder respektive die sie rezeptfrei bekommen und solche Sachen. Eine ganz konkrete Geschichte, ein junger Mann aus Tschetschenien, der massive Probleme mit den Augen hatte, bekommt den Hinweis, er solle sich an Vielmann wenden. Also ich denke, dass das nicht nur unanständig
wahnsinnig ist, sondern es ist eigentlich ein Skandal, wenn solche Aussagen von einer Behörde gemacht werden. Und insofern denke ich, ist es im Grunde genommen schon fatal, wenn Kommunen sich so verhalten. Und ich sage es noch einmal ganz deutlich, es ist nicht nur in Kreize, aber in Kreize ist es besonders schlimm, weil auch die Führung in Anführungszeichen explizit Wert darauf legt, die Flüchtlinge zu vergraulen. Ich sage das mal so ganz brutal. Du bist da sowohl in Gera als auch in Weida als auch in Greiz zu Hause. In Greiz gab es da die Diskussion um die Unterkunft für Asylbewerber, die Auseinandersetzung mit Nazis und einem Teil von Bürgern und von Menschen, die sich für die Asylbewerber gestellt haben. Wie hast du die politische Diskussion erlebt? Du warst da ziemlich nah dran. Ja, wie gesagt, Landkreispolitik ist ein bisschen geteilte Meinung. Und das würde ich immer sagen, ich lege keine Wert an die Politik. Ich sag mal, es sollte unsere gesellschaftliche Verantwortung und die gesellschaftliche Verantwortung sollte auch irgendwie gestärkt von der Politik. Das heißt, von der Kreisebene, der Kreistag muss erst einmal ansehen, dieses System, was wir jetzt erleben, muss wir das weiter erlauben? Sind die Asylsuchende oder die Flüchtlinge hier willkommen? In welcher Form? Wurde gleich behandelt wie jeden anderen normale Bürger? Oder wird diese Menschen eigentlich diese Menschenwürde, was steht in dem Grundgesetz? Ist das nur verbunden mit der Einheimischen oder dieses Gesetz zählt für die ganze Bürger in der Bundesrepublik? Solange die Politik im Landkreis noch nicht konkrete Antwort mit solchen Fragen noch nicht beschäftigt, denn denke ich, es würde immer wieder kommen. Mhm. Wir sehen das genau. Jetzt ist Wahl. Mhm. Wie viele Leute steht in den verschiedenen Listen, in verschiedenen Parteien, die möchte in den Kreistag. Und wenn diese Leute schafft, in den Kreistag zu kommen, dann denke ich, muss man wieder neu anfangen. Mhm. Es wurde kein Ende. Aber der Kreis muss erst einmal entscheiden. Und wenn der Kreis sagt, wir haben nichts zum Entscheiden, Asylpolitik wurde in Berlin gemacht oder gesellschaftliche Verantwortung wurde nirgendwo gemacht, wurde vor Ort gemacht. Mhm. Wir müssen uns positionieren, wir müssen sagen, es geht nicht weiter. Mhm. Und dafür denke ich, dann haben wir eine Hoffnung, was zu erreichen. Mhm. Aber solange die Kreispolitik noch nicht entschieden, möchten wir diese Leute Schutz nehmen oder möchten wir einfach mal nur solche Thesen in der Öffentlichkeit bringen und sagen, interessiert uns sowieso nicht, ob Migranten hier sind, ob Flüchtlinge hier sind. Denn der Rechte, der würde immer sagen, wie hat gewonnen. Mhm. Und davor versuchen wir zu verhindern. Ja, Karl, wie sind eure Erfahrungen mit dem Umgang? Du bist da auch bei Aufenthalt und in der Arbeit ist im Bereich Betreuung und Beratung Betroffener. Was habt ihr hier in Gera für Erfahrung? Auch im Umgang zum Beispiel mit Behörden oder mit Alltagsrassismus? Also Alltagsrassismus ja, Behörden würde ich an Christina. Also Bekleidung selber habe ich jetzt noch nicht mitgemacht. Beratung wäre eher informell. Ich sage mal, Alltagsrassismus... Ja, also das ist jetzt vom Prinzip her die Frage, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Also hat sich sozusagen die Mitte in Richtung der Rechten geöffnet oder sind die Rechten ein Ausdruck der Mitte? So, und das ist eine Diskussion, also ich weiß nicht, da werden wir jetzt hier sicherlich, also hier vielleicht schon eher, aber da wird die Politik sich mit einer abschließenden Antwort eher schwer tun. Es ist ein bisschen was von beiden. So, das ist also natürlich... brauche ich Leute, die eine Gewalt akzeptieren, damit irgendwelche anderen Leute diese Gewalt immer wieder mehr oder weniger ungehindert
anwenden können. Und natürlich ist es so, wenn ich jetzt, sag ich mal, so in dem Gedanken Standortpflege, also wenn ich jetzt einen Gera habe, wo, was weiß ich, jede Woche ein, zwei Fälle zusammenkommen mit Körperverletzungen, also ich meine, man könnte sagen 100.000 Leute, das ist jetzt nicht viel, zweimal pro Woche, so, und dann rechnen wir es aufs Jahr hoch, dann ist es schon ein bisschen mehr, ne? Und dann dürfte man bei 1% sein, wenn ich jetzt richtig, nicht ganz, ne? Oder? 0,1, das ist, nein, also das ist halt immer auch eine Frage, sag ich mal, einerseits, was ist zu sehen und andererseits, was will man sehen? Also wenn man jetzt den Herrn Zimmermann von der Gera Polizei, da gab es ja schon öfters mal Anfragen, auch aus städtischer Seite, und in der Statistik ist zum Beispiel dieses Event Rock für Deutschland nicht zu finden. So, also dass sich das da irgendwie in einer erhöhten Anzahl von Gewalttaten widerspiegeln würde oder so. Aber es ist halt trotzdem die Frage, möchte ich in so einer Atmosphäre leben, möchte ich in so eine Atmosphäre meine Kinder schicken oder möchte ich das nicht? Und da ist halt Demokratie, oh, ist auch nicht abschließend fertig, so dass man dann sagen, vor 60, 70 Jahren wusste man noch so nicht so richtig von Demokratie, beziehungsweise der erste deutsche Demokratieversuch ist, sagen wir mal, nicht so gut geendet. Ja? Also die Machtergreifung der Nazis war eine Machtübergabe und natürlich gab es da auch Mehrheiten, auch wenn die, sag ich mal, vom Streit der anderen profitiert haben. So, aber nichts anderes haben wir doch heute. Also ich meine, gerade in Gera die Situation, also Arbeit für Gera und FDP-Leute tun sich, CDU natürlich auch in Gera, tun sich immer ein bisschen schwer, sage ich jetzt mal, die Proteste gegen den RfD zu begleiten, weil doch da die Verfassungsfeinde von der Partei Die Linken mitlaufen. Und ich sage jetzt mal, also ist das der Konsens im Stadtrat? Ja? Also die größte Fraktion in Gera ist verfassungsfeindlich. Oder so. Und wenn man, sag ich mal, auf dieser Ebene diskutieren will, dann wird es natürlich auch schwer, Lösungen zu finden. So, und dann kommt es halt immer wieder zu Bagatellisierung oder Verharmlosung oder dass man halt schlicht und ergreifend mal ein rassistisches Motiv nicht anerkennt. So, also ich erinnere an Oleg V., auch wenn ich, sag ich mal, ich von meinem persönlichen Standpunkt jetzt mit den Morden, die Schicksale, die da betroffen sind oder so, das ist schwer genug, aber ich tue mich mit Morden immer ein bisschen schwer, weil es halt sozusagen in der Häufigkeit einfach nicht in der Gesellschaft ist. Also jeder Mord ist schlimm, das steht vollkommen außer Frage, aber auf jeden Mord kommen, was weiß ich, 10, 20 Körperverletzungen. Und dazu gibt es auch Schicksale, da gibt es auch Leute dahinter. So, und das ist halt, ja. Also das ist ja auch nochmal ein interessanter Aspekt, den du sagst, das ist ja oft so eine Mentalität gewesen, nicht nur hier in Gera, wenn die Nazis also aufmarschiert sind, ja gut, da gehen immer die Chaoten oder die Extremisten hin, die von rechts oder die von links, ein anständiger Bürger hält sich da raus und bezieht da eine Stelle. Wir haben in Gera insofern einen Fortschritt, als jetzt, da gibt es eine Erklärung, glaube ich, vom Stadtrat und von der Fraktion. Da hat auch die CDU-Fraktion und die Fraktion der AfG mit unterschrieben. Das war, glaube ich, vor einigen Jahren noch nicht unbedingt selbstverständlich. Da gibt es eine bestimmte Entwicklung wohl. Aber ansonsten tut man sich natürlich mit dieser Einstellung immer noch schwer. Das sind alles Extremisten, die sich da treffen und aufeinander hauen, die von rechts und die von links. Und der normale Bürger, der anständige Bürger geht dort nicht hin. Das ist ja die sogenannte Extremismustheorie, die da immer noch in den Köpfen wütet. Thomas, du hast das Mikro in der Hand, du möchtest was sagen. Ja, ich wollte darauf hinweisen, dass wir diese Erklärung doch jetzt schon ein paar Jahre im Stadtrat machen. Das haben wir auch schon, als Dr. Vordem noch Oberbürgermeister war, gemacht. Aus so einer Erklärung ergibt sich natürlich nicht unmittelbar ein Handeln. Und ich sehe dann die entsprechenden Kollegen aus dem Stadtrat nicht unbedingt auf der Demo. Ja, und insofern ist es erstmal wichtig, dass es auch mit der Stadtführung solche eher symbolischen Aktionen gibt. Es ist in Gera, denke ich, trotz allen Bemühungen von BLN-UN, also Besser Leben ohne Nazis und allen Initiativen, die wir hier haben, wirklich mit der Thematik wirklich beim Bürger anzukommen. Und es ist eben nicht so, wenn wir demonstrieren gehen, dass man sich uns reihenweise, scharenweise angliedert oder so und mitläuft, sondern im Gegensatz,
meistens ist der Zug, bis wir irgendwo ankommen, deutlich kleiner geworden, als wir losgelaufen sind. Und das ist, denke ich, ein Problem, wo natürlich auch zum Teil Provokationen mit drin sind. Ich denke auch manchmal, man kann auch ein bisschen intelligenter überlegen, welche Lieder spielt man auf einer Demo. Müssen das auch unsererseits sehr provokante Lieder sein? Müssen es sehr provokante Sprüche sein, die man ruft? Also ich habe einen jugendlichen Sohn, der mitläuft, der ist immer entsetzt eigentlich über uns Demonstranten, wie wir uns da auch benehmen. Also was wir auch immer so in die Natur schreien und sagt im Prinzip, das ist ja auch nicht besser als die anderen. Also und dann ist es schwierig, sagen wir, Leute zu motivieren, mitzulaufen. Und also das Problem sehe ich durchaus auch, gerade bei diesem Thema, bei Rock für Deutschland kommt dann erschwerend hinzu, dass die natürlich sehr lange ihr Event machen und wir können natürlich die Leute nicht über, was weiß ich, 6-8 Stunden motivieren, ständig Aktionen zu machen. Das heißt, die Demonstration läuft dann noch ganz gut, eine Kundgebung läuft ganz gut. Und dann haben wir immer wieder erlebt, dass dann danach fangen die erst richtig an und wir sind weg. Ja, das ist ein Dilemma ganz konkret hier mit diesem Rock für Deutschland. Ich finde es aber im Grundsatz schon mal ganz gut, dass man ihnen jetzt quasi diese Räume am Bahnhof zugewiesen hat und dass sie sich nicht mehr quasi ihre Wiese aussuchen können, wo sie das machen. Das ist schon mal ein kleiner Vorteil, aber wir haben tatsächlich auch in Gera immer wieder auch Probleme, was Absprachen angeht. Dann werden, was weiß ich, man darf die Gleise nicht betreten. Dann, wenn einer auf die Straßenbahngleise tritt, flippt sofort einer aus in Uniform, was dann auch nicht sein muss oder so. Und ein Wort noch, ich habe es vor Jahren wirklich erlebt, dass es so eskalieren drohte. Und interessanterweise war da einer da, der verhindert hat, dass sich wirklich die Antifaschisten mit der Polizei wirklich richtig körperlich in die Haare gekriegt haben. Das war Lothar König. Er hat ganz wunderbar deeskaliert. Umso ärgerlicher finde ich, wo man ihn heute hinstellt, in welche Ecke. Er hat damals wirklich ganz klug geschafft, dass die nicht aufeinander los sind. Und so kenne ich Lothar seit vielen Jahren und finde eigentlich, er ist unverzichtbar. Davon bräuchten wir eigentlich hier vor Ort in Gera viel mehr. Wir bräuchten auch so eine Einrichtung für andere, für alternative Jugendliche, junge Menschen in unserer Stadt. Denn wir haben nur saubere, ordentliche Jugendzentren. Es muss aber auch was anderes geben. Mhm. Mhm. Das sagt jemand aus dem Bereich, die also Sozialpädagogen ausbildet. Ihr wisst ja, wovon ihr redet und kennt sicher die Probleme. Ja, wir sind ja bei dem Thema Prävention. Also gerade, also auch Rock für Deutschland, da möchte man ja Präventionsarbeit leisten. Einmal mit der Nazi-Szene, den Hardcore-Nazis, den Mitläufern, den Nachwachsenden, mit der Gesellschaft, mit der sogenannten Mitte der Gesellschaft, die die Nazis also toleriert, duldet, ihnen vielleicht sogar verhohlen Applaus spendet. Und mit einer Gleichgültigkeit von Behörden, nicht von allen Behörden, aber mit einer Gleichgültigkeit von Behörden, die keinen Ärger wollen, die das Image der Stadt nicht beschädigen wollen, die mit Vorgesetzten keinen Trappel haben wollen, die vielleicht auch Angst haben, von Nazis Anzeigen zu bekommen. Also das ist eigentlich ein ganzes breites Spektrum, mit dem gearbeitet werden musste, um vielleicht dann ein bisschen weiter positiv die Frage von Besong zu beantworten. Meine Güte, warum ist das alles noch so? Und jetzt würde ich euch noch mal fragen, wo würdet ihr denn jetzt die entscheidenden Ansätze für Prävention sehen? Ich würde einfach noch mal nachlegen, weil ich es vorhin schon auf den Lippen hatte. Wir haben natürlich ein spezielles Problem hier in dieser Stadt, weil die Fremden uns so fremd sind. Wir haben sie nicht. Das werden Sie erleben, wenn Sie durch unsere Stadt gehen, dass man sie vielleicht noch ganz anders und intensiver und aufgeregter beobachtet, als wenn Sie vielleicht in Berlin unterwegs wären oder in Hamburg oder sonst wo, wo der Umgang und die Konfrontation mit dem Fremden viel selbstverständlicher geworden ist. Wir haben 1% Ausländeranteil in dieser Stadt. Das ist extrem wenig und es fehlt tatsächlich das gelebte, selbstverständliche, gemeinsame Leben. Ich habe sehr lange in Kassel gelebt. Dort gibt es ganze Viertel, die teilweise Nationen zugeordnet sind. Und dann gibt es ein portugiesisches Straßenfest, ein griechisches Straßenfest. Und jede Nation feiert mal ihr Fest. Und das ist, hier in Gera gibt es das nicht. Wir haben kaum diese Kulturen, wir erleben die Kulturen auch nicht. Und das ist natürlich, gilt genauso für unsere Kinder, die auch ihre Kultur gar nicht kennenlernen, weil
Ja, Sie sind als Einzelner denn hier, aber es gibt eben nicht irgendwie einmal im Jahr ein großes afrikanisches Fest oder so etwas. Findet hier in unserer Stadt nicht statt. Und insofern, glaube ich, sind wir es schlichtweg auch nicht gewohnt. Und das ist schade. Insofern ist es gut, wenn die Zahlen derer, die zu uns wollen, steigen. Wir müssen sie wirklich dann aber auch liebevoll aufnehmen in der Bundesrepublik. Grundsätzlich denke ich, Prävention hat nicht so viel mit Aufklärung zu tun, sondern also es ist häufig auch einfach kein Informationsdefizit, sondern es müsste einfach selbstverständlicher sein, dass man bestimmte Dinge thematisiert und erlebbar, erfahrbar macht. Was mir da dauernd durch den Kopf geht, ist dieses komisch, dieses Kinderspiel. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, es gibt ein Kinderspiel in Deutschland, da rufen die Kinder, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Und wenn er kommt, dann laufen wir. Dabei ging es ursprünglich um einen Schornsteinfeger. Ja? Aber es wird völlig falsch verstanden. So werden auch natürlich Ängste suggeriert. Vor ihnen muss man nicht weglaufen. Aber das entsteht denn auch durch so ein Kinderspiel, dass man lernt, oh, die sind gefährlich, da muss ich aufpassen, da muss ich weggehen. Und da, denke ich, müsste man wirklich auch sensibel sein, dass solche Dinge auch wirklich mal aus unserer spielerischen Kultur gut verschwinden. Ja, ja, toll, ich gebe gleich an dich weiter. Also diese Frage Prävention, ne? Was würdest du aus deiner Sicht da als einen wichtigen Ansatzpunkt sehen? Na, die beste Prävention ist immer noch der mündige, selbstbefähigte Bürger. So, und da ist aber auch klar, dass dieser Bürger oder die Bürgerin vielleicht sich selber auch nicht als Bürger oder Bürgerin bezeichnet und dass die vielleicht auch von Zeit zu Zeit unbequem sind und durchaus auch mal kritisch mit den eigenen mit den eigenen Fehlern oder mit der eigenen Vergangenheit umgehen. So, und das ist, denke ich mal, ja, ein großes Problem. Also, was weiß ich, wenn wir jetzt, nee, das Beispiel lasse ich. Also, wollen wir uns aktiv mit Demokratie beschäftigen, ja oder nein? Dann muss uns bewusst sein, wenn wir das mit Ja beantworten, dass das kein abgeschlossener Prozess ist, dass der nicht irgendwann mal irgendwie fertig gelebt ist. Und dann haben wir die Demokratie, wie wir sie schön in einfachen Parolen und einfachen Sätzen dann sozusagen weitergeben können, sondern das ist immer wieder ein Gestaltungsprozess und es ist auch immer wieder sozusagen eine Herausforderung. So, jetzt nehmen wir doch mal den Toleranzbegriff, also Toleranz ist schlichtweg eine Duldung. Ich dulde das, was ich nicht ändern kann. Das werde ich tolerieren. So. Also ich toleriere Nazis, gebe ich zu. Akzeptanz ist sozusagen der große Bruder der Toleranz. Das wäre dann, ich akzeptiere, dass mein Gegenüber anders ist. Und aus einer falschen Toleranz heraus oder aus einem falschen Demokratieverständnis heraus, also muss ich die Demokratie mit nicht-demokratischen Leuten teilen? Da meine ich jetzt noch nicht ganz, ist bewiesen, wie im Falle der NPD ist das äußerst strittig, dass das Undemokraten sind. Ja, aber dann gibt es auch die sogenannten Freien oder so und da tauchen dann halt Aufkleber auf, wir sind keine Demokraten, na und? Und soll ich jetzt dann sozusagen mit ihnen ins demokratische Spiel eintreten oder werde ich das erstmal mit Leuten machen, die auch die Regeln akzeptieren? So, und je mehr Leute sozusagen diese Regeln verstehen und akzeptieren, umso ja, besser ist es halt für den gesamten Prozess. Als wenn ich mir dann sozusagen Leute, die es von vornherein ausschließen, also deren geheimes Ziel, und das kann man auch wieder am RfD, ich möchte es jetzt nicht überstrapazieren, aber das kann man da wunderbar ablesen auf den T-Shirts, was dann halt ja sozusagen deren Demokratieverständnis ist, nämlich keines. Oder zumindest nicht bei der übergroßen Masse so. Und ich sage, Demokratie erzeugt Reibung und Demokratie braucht Reibung. So, und das Ganze in einem aktiven Prozess dann sozusagen zu begleiten, ja, das kann natürlich mich als handelnde Person in irgendeiner Rolle, ob das jetzt in der Schule ist oder in der Berufsschule oder vielleicht in meiner Funktion im Sportverein oder wo auch immer, kann das natürlich dann auch sein, dass es vielleicht mal die ein oder andere Paradoxie aufdeckt, aber ich meine, also dadurch entwickelt sich sozusagen das Ganze. Also die Prävention, Aufklärung, so dass es Nazis gibt, dass man sie heutzutage nicht mehr erkennt oder dass es schlecht ist oder so. Also ich meine, dass es schlecht ist, steht auch schon im Grundgesetz. So. Auf jeden Fall ein mühsamer
mühsamer Weg. Ach, na, mühsam nicht unbedingt, aber definitiv nicht ohne Reibung. Mhm. Christina. Ich gehe jetzt wieder also zum Rassismusbegriff und denke, dass wenn wir Rassismus verhindern wollen oder wenn wir wollen, dass das in der Gesellschaft zurückgedrängt wird, dann wäre es ganz wichtig, dass wir eine Auseinandersetzung über Menschenrechte führen, dass es darum geht, haben alle Menschen in Deutschland die gleichen Rechte und wollen wir das? Das ist im Moment nicht so und es wäre, ich glaube, es wäre eine gute Prävention, wenn wir das konsequent umsetzen würden. Also wenn Menschen, die hier leben, auch alle Menschenrechte und alle Rechte bekommen. Und dann würde schon sozusagen diese erste Hürde, an der auch in Greiz zum Beispiel diese sogenannte Bürgerinitiative, die inzwischen auch in Händen der NPD ist, gar keine Anknüpfungspunkte mehr finden. Dazu gehört, dass Menschenrechte und Menschenrechtsbildung vom Kindergarten an, von Fachpersonal, das weiß, wovon es spricht, und auch selber ausprobiert hat und sich da selbst auch in Frage stellt und auch guckt, wo bin ich Rassist, von Anfang an sozusagen Menschenrechte eine Rolle spielen in allen, also auf allen Stufen der Bildung und in allen Behörden, in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Das wäre eine gute Prävention aus meiner Sicht. Ja, danke. Ja, was sagen? Ja, ich muss noch ganz kurz was dazu fügen, was die Christina gesagt hat. Sie hat fast alles gesagt, was ich wollte sagen. Das mehr Sensibilisierung und dann würde ich sagen, mehr Interkontrollöffnung, Projekte, wie der Doktor, der Herr Professor schon erwähnt. Bei diesem Spiel, wer hat Angst vor schwarzen Mann? Es gibt Kinder, wo ich sag mal, von vornherein, ich höre vom Kleinen, oh, wenn einer mit dunkler Hautfarbe kommt, dann der ist automatisch böse. Ist genauso, ich spiele auch immer so, wenn viele zu Hause berichtet über Polizei. Polizei muss man respektieren, das gehört dazu. Aber es gibt auch viele Eltern, die machen die Kinder Angst, zum Beispiel, sagen, wenn du nicht hörst, hole ich die Polizei. Was denken die Kinder denn, wenn die Kinder wächst, sag mal, im jungen Alter, als Jugendliche oder als Erwachsene, oh, habe ich immer von meinen Eltern gehört, die Polizei sind böse. Aber da entsteht auch manchmal diese Gewalt gegenüber der Polizei, weil der hat das immer vom Kleinen gehört. Wenn jemand nicht hört, hole ich die Polizei. Das war der eine. Und zweitens, ich würde mir wünschen, diese Präventionsarbeit sollte ganz vom Kleinen anfangen. Wir können doch nicht reinschauen, was passiert in der Familie, aber in Einrichtungen, zum Beispiel Kitas, Grundschule, Regelschule, sag mal, es sollte viel Angebot für die Kinder und Jugendliche, weil, wenn ich sehe jetzt diese Demokratie in Deutschland jetzt, viele junge Leute, die läuft hinter, so wie Mitläufer, in eine falsche Richtung, weil es wurde viel wenig erklärt. Und der nächste ist, in der Behörde auch, muss der Mitarbeiter in der Behörde auch gleich diese Universalrechte, diese Menschenrechte, das sollte auch mal was, viele Fortbildung machen, weil es gibt viel, da hat immer noch diese Einstellung, der kommt hier, der nimmt uns alles weg. Der kommt hier, der tut nichts für unser Land, der nimmt uns alles weg. Das sind eigentlich Dinge, wo ich das auch vor Ort schon mit meinen Ohren gehört, wenn eine Mitarbeiter, die täglich mit Asylbewerbern sagt, und unsere Leute, habe ich schon mal gefragt, was sind unsere Leute? Wir müssen mal zusammen. Es gibt hier nicht unsere Leute, eure Leute. Ich sage, sie sitzt hier falsch. Einfach mehr Aufklärung, Arbeit und sag mal, die Politik hat auch große Rolle, weil die Politik muss auch mal viele Dinge sagen, sag mal, nachdenken und sagt, oh, aber wenn wir das nur tolerieren, wie was denn? Genau, ja, vorhin gesagt, diese Toleranz, Toleranz ist für mich, Toleranz ist ein Englischwort, wenn Toleranz ist für mich wie, ich mag denjenigen nicht, aber ja, muss ich einfach mal akzeptieren, muss ich einfach mal erlauben. Aber wir müssen jeden anderen Bürger, jeden anderen Mensch in derselbe Augenhöhe anschauen. Egal, weil so ist das Leben. So ist das. Ich denke, viele Kulturen, eine Leidenschaft, ich denke, ist eigentlich ein guter Spruch, wo, wenn jeden nachdenken,
Wir lernen voneinander. Ich vermittle meine Kultur. Ich habe was in Deutschland gelernt und was ich mitgebracht, gebe ich weiter. Vom klein. Davor gehe ich auch in viele Einrichtungen und sage mal, ich trommel mal, afrikanische Trommel mit Kindern in Gera, in Kreuz. Umgebung mache ich das. Na, einfach mal, um die Kinder wirklich vom klein aus zu machen, das sollte keine Angst vor der Hautfarbe, wir sind alle Menschen. Und viele Kinder, die nehmen das wirklich wahr und akzeptieren das auch. Ja, Willi. Ja, es ist schon eine Menge gesagt worden. Was mir so einfällt und auffällt, ist, dass sehr oft so von Überparteilichkeit und von Neutralität die Rede ist im Zusammenhang mit Rechtsextremismus. Und da muss man klar sagen, ein Kollege von der Küste hat einmal in der Gesprächsrunde gesagt, es gibt keine Neutralität, es gibt keine Überparteilichkeit im Kampf gegen den Rechtsextremismus. Was wir aber sehr wohl vernehmen müssen, auch vor Ort, ist, dass genau dies immer wieder eingefordert wird, ob von der Polizei oder von Schulen. Wir wollten, um ein kleines Beispiel zu bringen, mal in einem Gymnasium, konkret in Weida, vor einigen Jahren eine Veranstaltung machen. Und der damalige Schulleiter hat dies letztlich untersagt, weil er sich der Neutralität verpflichtet fühlt. Und das halte ich mit Verlaub für leicht daneben. Also hier wäre, meine ich, sehr wohl angebracht, dass da also auch Schulleiter und in der Pädagogik da mehr passiert, mehr getan wird, mehr aufgeklärt wird. Zweite Bemerkung, da möchte ich Besong einmal ausdrücklich loben, will aber gleich anfügen, dass es nicht allein Aufgabe der Menschen sein kann, die aus der Ferne zu uns kommen, dafür zu sorgen, dass wir hier die Kulturen und dass wir hier das besser verstehen, was die Gründe sind, warum man aus einem Land flieht. Also diese plumpe Art zu sagen, es sind ausschließlich Wirtschaftsgründe, ist fatal, ist dumm und wird überhaupt nicht gerecht dem, was die Menschen da zum Teil mitmachen. Oder was heißt zum Teil fast alle? Fast alle haben einen schwierigen Weg hierher zu kommen. Ein Weg, der oft mit den viele mit ihrem Leben bezahlen mussten. Dann muss man auch sehen, da wird überhaupt nicht drüber geredet, wie sehr die Industriestaaten, wo sich die Massenflüchtlinge ja hinwenden, wie sehr die in der Vergangenheit diese Länder, wo die Flüchtlinge hier kommen, ausgeplündert haben. Man muss sehen, dass in diesen Ländern eine hohe Kindersterblichkeit ist. Wir müssen sehen, dass in diesen Ländern sehr viel Krankheiten sind, die nicht anständig ordentlich bekämpft werden, wo oft Industrien, die Pharmaindustrie daran verdient, dass die Leute keine sinnvollen Präparate nehmen können, sondern teure Lebensmittel organisieren müssen. Wir müssen sehen, dass das betrifft vor allem auch die afrikanischen Länder. Das habe ich ja schon gesagt, dass wir da aus der Vergangenheit sehr viel Verantwortung haben und sehr viel Lasten auch da vor Ort gelassen haben. Die Bundesrepublik verteidigt zum Teil oder ist zum Teil mit diesen Ländern verbandelt, die auch in vielen Fällen Systeme haben, Unrechtssysteme an der Regierung haben und anderes mehr. Es gibt sehr, sehr viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Aber mit Verlaub, ich habe nicht den Eindruck, dass die besonders interessieren hier, obwohl das, meine ich, schon wichtig wäre, dass man all die Hinderungsgründe oder respektive die Gründe, weshalb Menschen hierher kommen, was da eine Rolle spielt. Also insofern ist da, meine ich, auch ein Nachholbedarf, auch im pädagogischen, im Bildungsbereich und mehr miteinander reden. Dritte Bemerkung,
Besong, Akbor und meine Wenigkeit und andere aus dem Verein, aber auch aus dem Umfeld haben in der letzten Zeit einiges getan, um da Veränderungen herbeizuführen. Es ist sein Verdienst, dass wir größere Veranstaltungen gemacht haben, wo wir viele Leute eingeladen haben aus dem politischen Bereich, aber natürlich auch Menschen aus den jeweiligen Orten. Ich erinnere an Weida, und da wird jetzt demnächst eine weitere Veranstaltung sein, wo wir schon das Gefühl haben, da tut sich was, da sind die Leute sensibler, sie sind, sie fragen, sie sind neugieriger geworden, sie wollen mehr wissen von Menschen, die zu uns kommen. Und das, meine ich, wäre ein gangbarer Weg, um mehr ja, für uns selbst, aber auch für unsere Gäste beziehungsweise für die Menschen aus anderen Ländern, dass wir da besser zu Potte kommen. Entschuldigung, wenn ich so lange geredet habe. Ich danke dir. Danke dir, Willi. Die Diktatur der Zeit zwingt uns leider an diesem Punkt die Sendung zu beenden. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Sie haben gemerkt, hier saß sehr viel Kompetenz, sehr viel Erfahrung am Tisch. Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen mit Engagement und sehr viel Empathie auch für die ihnen anvertrauten Menschen arbeiten unter nicht leichten Bedingungen. Ich wünsche euch allen dafür weiter viel Kraft, viel Erfolg. Ich wünsche euch auch, dass euer Projekt nicht in der Schublade bleibt, sondern dass es weitergeführt wird. Entsprechend, das ist ja auch online gestellt, glaube ich, eures genauso. Und ich möchte als Denksportaufgabe, das werden wir jetzt keine Angst hier nicht diskutieren, euch noch Folgendes mit und den Zuschauern auf den Nachhauseweg geben. Wie war eigentlich die Entwicklung? Multikulti soll gescheitert sein. Dann haben wir die unsägliche Debatte gut gewollt zur Leitkultur. Dann wurde geredet von der Assimilation, von der Integration. Jetzt reden wir von der Leitkultur. Also das Ganze zeigt schon, es ist ein schwieriges Thema. Wo geht's hin? Vielleicht zu einer anderen Zeit an diesem Ort. Ich darf noch hinweisen auf die nächste Sendung zu dem Thema. Das wird sein am 5. Juni. Hier gehen wir der Frage nach, der Holocaust, was hat das mit mir zu tun? Dankeschön, Wiederhören. Ja.